Niner Bikes, da steckt die Philosophie schon im Namen. Die Amerikaner bieten ausschließlich 29er an. Unser Testrad, das RIP 9 RDO, ist ein schickes Carbon-Fully mit 125 mm Federweg am Heck. Der patentierte CVA-Hinterbau wurde speziell für 29er entwickelt. Er kreiert einen virtuellen Drehpunkt und soll die Federung frei von Antriebs- und Bremskräften halten. Am Testrad wird er von einem Foxflow CTD Factory Dämpfer kontrolliert, während vorne RockShox für die Federarbeit zuständig ist. Die Pike bietet 140 mm Federweg. Der Carbonrahmen gefällt nicht nur wegen des Hinterbausystems mit kräftiger Wippe oben. Er hat ein konisches Steuerrohr und recht mächtiges Unterrohr sowie ein Sitzrohr, das oben etwas nach hinten gebogen ist. So bringt man bei ausgefahrener Sattelstütze ordentlich Kraft aufs Pedal. Mit abgesenktem Sattel ist man schön zentral auf dem Bike positioniert. So klettert das RIP 9 ausgezeichnet und ist leicht auf Tempo zu halten, wenn es einmal beschleunigt ist. 29er typisch rollt es fast schon spielerisch über Wurzeln und andere Hindernisse und liegt absolut sicher, wenn es schnell und ruppig bergab geht. Der Hinterbau arbeitet überzeugend. Das Rad fühlt sich stets nach mehr Federweg an, als es tatsächlich bietet. Trotz seiner Laufruhe ist das Niner erstaunlich agil. Man muss es nur etwas bewusster in die Kurve drücken als ein Bike mit kleineren Laufrädern. Der hintere Schaltzug ist innen verlegt, die Leitungen der hinteren Bremse und der RockShox Reverb Sattelstütze laufen außen. Geschaltet wird mit einer SRAM X01, die 11 Gänge zur Verfügung stellt, mit einem 30er Kettenblatt vorne, optimal für das stetige Auf und Ab in welligem Gelände. Willkommener Nebeneffekt ist das aufgeräumte Cockpit. Am Niner Lenker gibt es nur einen Schalthebel, die Ansteuerung der Sattelstütze und die schlanken Hebel der Formula. Die ist vorne mit einer 180er, hinten mit einer 160er Scheibe bestückt und verzögert das Bike zuverlässig. Die Laufräder kommen von American Classic, sie sind mit Schwalbe Nobby Nick in 2,25er Breite bestückt, die einen guten Kompromiss aus leichtem Lauf und gutem Grip bieten, allerdings bei losem Untergrund wenig Seitenhalt haben. Das ganze Paket wiegt 12,64 Kilo inklusive Pedalen, auch das geringe Gewicht kommt dem Klettervermögen und der ausgezeichneten Dynamik zugute. Mit seinem Preis von 6.499 Euro ist das Niner RIP 9 RDO nicht ganz billig. Allerdings punktet es mit einem klasse Rahmenkonzept, gelungener Ausstattung und einem überzeugenden Fahrverhalten. Ein Bike, das im Trail richtig Spaß macht und alle Vorteile der großen Laufräder gekonnt umsetzt, ohne dabei an Agilität einzubüßen. Ein gelungenes Paket, das es auch in anderen Ausstattungsoptionen gibt. With no patience, make up your mind right now. Someone tell me what I meant.